Du brauchst dringend Fremdkapital für dein Vorhaben und hast vielleicht auch einen Investor. Du möchtest ihn aber nicht in deine Gesellschaft als echten Gesellschafter mit aufnehmen oder deine Rechtsform gibt es einfach nicht her, weil du Einzelunternehmer bist. Dann kann ein Mittel der Wahl das partiarische Darlehen sein. Und ich zeige dir im Video, wie es funktioniert und worauf du achten solltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group und Coach und Berater, sondern selbst auch als Investor tätig. Deshalb weiß ich aus eigener Praxis, wie auch das partiarische Darlehen funktioniert. Kommen wir gleich zum Hauptunterschied zwischen einem klassischen Darlehen und dem partiarischen Darlehen. Hier hat der Kapitalgeber die Möglichkeit, nicht nur Zinsen zu bekommen, sondern auch Beteiligung am Umsatz oder am Gewinn. Und das hat in der Regel auch im Vordergrund zu stehen, also höher zu sein als die Zinserträge. In diesem Punkt ist das patriarchische Darlehen der stillen Gesellschaft sehr ähnlich, wo ein Kapitalgeber einem Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt und dafür dann Gewinn- oder Umsatzbezüge und Beteiligung erhält. Der entscheidende Unterschied beim patriarchischen Darlehen ist allerdings, dass diese besichert werden, also bankübliche Besicherungen in Form von Garantien, Grundpfandrechten oder sogar einer Bankwirtschaft. Ein weiterer Vorteil des patriarchischen Darlehens ist, dass der Investor nicht am unternehmerischen Risiko beteiligt ist. Also wenn das Unternehmen Verluste macht, dass er vielleicht so noch Geld mitbringen muss oder Geld verliert, das ist hierbei ausgeschlossen, denn das Darlehen ist komplett rückzahlbar, auch wenn es in einem Nachrang geregelt wurde. An dieser Stelle möchte ich auf einen häufig gemachten Fehler im Darlehensvertrag hinweisen. Es kann zwei Gründe geben, weshalb bei der Überprüfung durch die BaFin dieser Vertrag aufgelöst ist, weil er in das Einlagengeschäft nach dem Kreditwesengesetz fällt. Das bedeutet nach § 1 Absatz 1 KWG, also Kreditwesengesetz, muss dieses Geschäft von einem Institut durchgeführt werden, was eine Banklizenz hat, wenn nicht eine bankübliche Besicherung entweder hinterlegt ist oder das Darlehen in den Nachrang gestellt wird. Was du auch beachten solltest, ist, dass normalerweise solche Kapitalanlegen auch dem Kleinanlegerschutzgesetz unterliegen und du eine Prospekthaftung hast. Das gilt seit 2015. Allerdings bist du von der Prospekthaftung befreit, wenn die Gesamtsumme der Vermögensanlagen unter 2,5 Millionen Euro liegt. Ein Vorteil für dich als Unternehmer und damit auch als Nachteil als Investor ist, dass du über ein patriarchisches Darlehen dich nicht an den Unternehmenserfolgen und Entscheidungen beteiligen kannst. Du hast kein Stimmrecht. Auf Investorenseite ist es noch wichtig, dass die Einkünfte aus diesem patriarchischen Darlehen der Kapitalertragssteuer unterliegen. Und wenn du Empfänger des patriarchischen Darlehens bist, also der Unternehmer, dann wird dieses Darlehen auf der Passivseite in der Regel als Fremdkapital eingebucht. Aber denke daran, dass du dieses Darlehen auch mit einem Nachrang versehen kannst, dann wird es eigenkapitalähnlich verbucht und so kannst du eine Überschuldung auch abwenden. Wenn du auf der Suche bist nach weiterem Fremdkapital oder nach Fördermitteln, dann kannst du Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir als X-Group begleiten bundesweit Unternehmer und Gründer dabei, auch Fremdkapital und Fördermittel zu beantragen. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video mit Daumen hoch liken und unseren Kanal abonnieren, dann erfährst du von weiteren guten Videos, die veröffentlicht werden. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmensfinanzierung, dein Daniel Schäfer.